nur aus dieser Stadt geworden. Hier herrschte mal Recht und Ordnung. Das war einmal. Das Verbrechen wütet, Katzen verschwinden und die Bürger werden zu Opfern. Oh, hey! Wer hat vor meine Tür gekackt? Was schreist du denn so? Wir hätten sie schützen sollen, die schutzlosen Bürger. Runter vom Auto, du kleiner Pisser! Aber politische Differenzen hatten die Superhelden gespalten. Wir sind zwei Lager im Krieg. Aber Krieg wird unsere Stadt nicht retten. Eine Zeitreise ist meine letzte Hoffnung. Mythen erzählen von alten Zeiten. Von einem König, der sein Reich einte, das von einem mächtigen Stab zerrissen worden war. Hallo, Schatz. Schnauze, Mom. Keine Zeit zu verlieren. Ich reise in die Vergangenheit, verändere die Gegenwart und finde die Katze. Und vielleicht kann ich auch so ungeschehen machen, was aus uns geworden ist. Okay, das fängt ja schon mal gut an. Ah, Cartman, der Kuhn. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Versuch eines Let's Play Videos, diesmal mit South Park. Gesponsert durch IndieCam. Ah, und ich brauche immer ewig Zeiten für Charaktererstellung. Ah, ich versuche es mal schnell zu machen. Die Musik ist ja wie viel zu friedlich. Das sieht doch gut aus. Nehmen wir ein blaues Cape. Das beißt sich so sehr mit dem Bart. Seemann-Style. Ah, das erinnert mich an die Zeit, als ich ein kleines Mädchen war. Na toll, da gibt's jetzt haufenweise. Okay, versuchen wir es mal so. Schwierigkeitsgrad. Keine Sorge, das wirkt sich nicht auf den Kampf aus, nur auf dein ganzes restliches Leben. Cartman, du Arsch. Dann machen wir doch mal Haare. Ja. Yeah.
Seemauren greifen an! Sie sind überall! Lass sie nicht zu unserer Basis! Zu spät! Sie haben das Kastell gestürmt! Ah! Sie haben die Basis! Schlag sie zurück! Auf die Mauren! Ihre Rüstung ist zu stark! Sie tragen Fahrradhelme! Wo ist der König? Ja, das stimmt. Wir hatten ja am Ende vom ersten Teil hat man ja gewonnen. Das war mal echt scheiße. Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheißdasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo, mein Schatz. Ich hab dich gar nicht gesehen. Deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Ja. Ah, liebevolle Eltern. Armer Junge. Und was war das, liebe Kinder? Drauf geschissen. Aha, Batterien, Teppichmesser. Was macht der perverse Vater da? Er futtert Brownies. Oh. Über das Politische will ich jetzt nicht reden. Hallo, Viech. Findet. Mal spannend, wofür man das Ganze braucht. So. Diese Stoppschild-Axt ist ja geil. So. Oh, da klingt jemand sehr glücklich. Mama? Mami weint nicht, Schatz. Ich hab nur was im... So ein kleines Schweinchen. Wenn sie wüsste, dass Papa da oben was anderes Braunes vernascht. Deine Freunde stehen vor der Tür, Schatz. Geh raus zum Spiel. Ich weine nicht. Ich lache. Oh mein Gott, das ist erbärmlich. Mein Herr, die dreckigen Mauren wollen Castel Cooper in ihre Gewalt bringen. Du musst kämpfen, Herr. Wir brauchen dich. Natürlich Paladin Butters. Mein Herr, ach komm, Alter. Gerade in die Stadt gezogen und wirst gleich König? Ich glaube, ja, du bist eine kleine Muschi. Dem Mauren eins aufs Maul, Herr. Ja, lass dir das nicht gefallen. Kampfvorteil. Vorwärts kann ich.
erteile ihnen eine Lektion! Haie? Okay. Kräfte mit Rückschuss können zusätzlichen Schaden verursachen, indem sie Gegner in andere Gegner, Verbündete oder Objekte schleudern. Mal sehen, wie dir das gefällt, König. Ah! Oh Mann. Okay, mach sie richtig fertig. Bamsen, bleib liegen. Wir können ihn nicht aufhalten. Mach die Wachen des dunklen Hofs bereit. Wow, hast du gesehen, wie krass der König ist? Niemand ist so stark wie er. Du schaffst uns nicht alle. Ja, hau nur ab. Hör nicht auf sie, knips ihnen die Lichter aus. Bamsen. Greifst du deinen Gegner zuerst, dann erhältst du einen Kampfvorteil, wenn du erst am Zug bist. Also wie bei Final Fantasy gesehen, wer als nächstes dran ist. Okay. Unmenschlich. Macht nichts, sind ja nur die Bösen. Stimmt, weiter, König. Die Mauren sind unaufhaltsam. Ah, ich brauche noch einen Zug. Ein kühner Hieb, König! Ich finde überhaupt die Rüstung, die sehen auch voll geil aus. So. Los! Wir müssen ins Kastell! Killer König! Spock-Elfen! Wir müssen weiter! Die Bewegungsanimationen sind aber so viel besser geworden. Geht zur Seite oder sterbt! Wir gehen durch diese Tür! Niemals! Ach ja, und warum nicht? Das alles hier vorne ist Lava! Oh Mann, echt jetzt? Das ist alles Lava? Ja, alles von hier bis da ist Lava, da könnt ihr nicht durch. Fuck! Los jetzt, gehen wir rein! Geht nicht, die sagen, alles vor der Tür ist Lava! Oh, das ist voll unfair! Was machen wir jetzt? Was macht ihr jetzt? Ihr sterbt! Lasst den Drachen los! Okay, Mühe haben sie sich gegeben. Ein Drache? Wir sind am Arsch. Das ist der Drache, der brüllt. Gegner können dich angreifen, während du etwas untersuchst. Gerätst du in einen Hinterhalt, gehört dem Gegner automatisch erst zu. Oh Mann, ist der immer noch nicht tot? Flieg in den Drachen. Ach, der gehört auch dazu. Der König ist unbesiegbar. Feueratem los! Die gestreiften Pfeile zeigen die Schanze und bevorstehenden Angriffe und verlasse diesen Bereich, um nicht getroffen zu werden. Mach ich bloß den Feueratem aus! Bleib nicht da stehen, wo er dich erwischt! Wow.
König ist ausgewichen. Ach, verdammt. Okay, wenn ihr Feueratem kriegt, dann kriegt unser König den Hammer der Gottesherrschaft. Keiner hält den König ab. Auto. Auto. Runter von der Straße, Drecksplagen. Okay. Wie ich gerade sagen wollte, keiner hält den König auf, er ist allmächtig. Welch ein Hieb! Oh, Kacke! Drachentöter! King Duschbeck. Oh mein Gott, er hat den Drachen besiegt! Unglaublich! Das Kind ist der Wahnsinn! Vielleicht gibt es einen Weg durch die Garage, mein Herr! Wenn es einen Weg durch die Garage gibt, wird der König ihn finden! Ja, nur der König kann den geheimen Weg durch die Garage finden, also falls es einen gibt. Ja, nur unser unendlich weiser König kommt an dieser unüberwindlichen Barriere vorbei. Welche? Nur zu, Eure Hoheit! Benutzt deinen unvergleichlichen Intellekt, um hineinzukommen! Zum Kastell geht's hier lang! König Saftsack ist so ein guter Kämpfer. Habt ihr gesehen, wie er die Leiter hochgeklettert ist? Er ist wirklich der mächtigste König aller Reiche. Scheiße, er ist Wahnsinn. Hey, was soll denn der Quark? Hör auf! Au! Wie hast du mich genannt? Was soll denn der Quark? Ich bin nicht König, sag's auf, wenn du Butters bist. Lass den Kack! Nein, dich nicht. Ich mochte dich schon. Ich dachte, der König macht einen coolen Stunt, aber dann kann nur das. Du bist tot. Echt? Ja. Sprich, Bade, was ist mit dem Stab der Wahrheit geschehen? Der Zauberer ließ ihn ins Meer werfen. Lügner, du wirst den Zorn der Mauren spüren. Rührt ihn nicht an, ihr Heiden. Gebt den Baden frei, sonst bekommt ihr es mit dem König zu tun. Der König! Es heißt, er tötet Drachen mit nur einem Hieb! Ganz recht! Und wenn ihr nicht... Moment, wo ist der Zauberer? Ich dachte, er wäre bei euch. Nein, wir haben vorhin einen Notruf von ihm bekommen. Der Zauberer ist fort. Mein Name ist Kuhn, ich komme aus der Zukunft. Hey, wir wollten das nicht mehr spielen. Ja, wir sind verfeindet, was soll das? Ich sag's euch. In meiner Zeit herrscht das Verbrechen und Katzen verschwinden. Ich muss das Team wieder zusammenbringen. Hey, nicht einfach das Spiel wechseln. Wo ist der Stab der Wahrheit? Halt's Maul mit dem Scheißstab. Eine Katze ist in Not, mit der wir das neue Verbrechersyndikat finden. In der Zukunft. Syndikat? Klingt eine Nummer zu groß für Kuhn & Friends. Willst du etwa, dass die scheiß Freedom Pals die Katze finden, $100 einstreichen und ihr Superhelden-Franchise berühmt machen? Fick die Freedom Pals, Alter! Genau. Schatzi Pups, es klingelt ganz laut in deinem Spielzimmer im Keller. Der Kuhn-Alarm. Kommt, Kuhn-Freunde, holt euer Zeug und meldet euch im Kuhn-Versteck in der Zukunft. Kuhn & Friends sammeln! Sorry, ihr könnt nicht mitspielen. Wir sind jetzt Superhelden und ihr Loser. Aber ich bin König. Mich hat niemand gefragt, ob ich Superheld spielen will. Weil der Star Trek spielt? Ich bin Spock. Ich glaube, ich gehe nach Hause Star Trek Bridge Crew zocken. Bist du auch ein Vollidiot? Je länger du neben mir stehst, desto vollidiotischer wirst du. Mich hat niemand gefragt, ob ich Superheld spielen will. Au! Die Ställe sind auch leer. Oh, verdammt. Boah, die Grafik ist so cool. Dum.
suchen Ich bin wollte. Debri. Ich wollte lernen, wie man Pfeile befiedert. Ich schließe mich vielleicht einer Gang an. Das könnte der Arschtritt sein, den ich brauche. Meine Eltern haben was gegen Synthetik, also wird das nichts mit einem coolen Heldenkostüm. Ich bin Debri. Ich wollte lernen, wie man Pfeile... Wir könnten ja auch was ohne die spielen. Zum Beispiel... keine Ahnung. Wir könnten alle zu mir gehen und deprimiert Löcher in die Luft starren. Wir könnten ja auch was ohne die spielen. Zum Beispiel... keine Ahnung. Ah, die Antonio Panteras Puppe. Auf sie mit Gebrüll. Oh, hallo. Die Jungs sind in ihrem Spielzimmer im Keller. Eric und seine Freunde sind so fantasievoll. Herrje! Großer Gott, Herrje! Oh. Du stehst drauf. Herrje! Ach, Herr Jemini. Ich will jetzt nicht sagen, dass das verstörend ist. Nein, Mietz. Böse Mietz. Mein Junge hat wieder gemordet. Aber er ist ein guter Junge. Schön in die Schüssel. Officer, irgendjemand hat anscheinend Lava vor meine Tür gekippt. Nein, sie ist nicht heiß, aber mein Sohn hat mich gewarnt. Er meinte, Mom, fällst du in den Lavasee? Du bist tot. Ich muss das unbedingt ausprobieren. Herrje! Thank you.
Mom. Vielleicht sollten wir ins Raisins gehen. Die Kellnerin könnten was wissen. Das reicht nicht, Mosquito. Wir müssen schnell handeln, bevor es die Freedom Pearls tun. $100 Belohnung. Die könnte unser Superhelden-Franchise gut gebrauchen. Die Katze sieht ziemlich alt aus. Vielleicht liegt sie ja tot im Straßengraben. Humankind, muss ich dich daran erinnern, dass die Freedom Pearls schon 100 Follower auf Instagram haben? Wir haben 6. Uns 5 und Billy Turner, und der hat rote Haare. Wir brauchen einfach mehr Follower. Aber wo sollen wir suchen? Die Katze könnte überall sein. Wir müssen uns aufteilen. Mosquito, schwirr los und such die Stadtparts ab. Alles klar, Mosquito schwirrt. Humankind, sieh dich in den Bäumen um. Und du checkst die Gullis, Super Crack. Wusch! Super Crack! Blitzfreak, du flitzt mit deiner übermenschlichen Schnelligkeit zur Bürgermeisterin und sagst ihr, wir sind dran an dem Fall. Keine Sorge, Kuhn, verlass dich drauf. Blitzfreak wird da sein wie der Blitz. Entschuldigung. Oh Mann, da hat er ja einiges durchgestrichen. Super Craig? Super Craig, hier Kuhn, hörst du mich? Super Craig, scheiße, wo bist du? Ich wiederhole, scheiße, wo bist du, Super Craig? Na super. Ist jetzt das Sicherheitssystem kaputt? Was soll der Scheiß? Normalbürger haben im Kuhn-Versteck nichts zu suchen. Wir spielen Superhelden und du Alter, bist ich bin kein ein Superheld. König. Also verpiss dich, okay? Okay, du kannst zuschauen, wie wir Superhelden spielen, solange du nicht störst. Mach dich nützlich und hol mir das The Furnacy-Gerät da drüben. Du findest echt das The Furnacy-Gerät nicht? Superhelden benutzen den Untersuchungsmodus. Das hat ja ewig gedauert. Das The Furnacy-Gerät aktiv. Bip, 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 bip. Du willst also ein Superheld werden, mit den großen Spielen. Ach, na mal sehen, vielleicht könntest du nützlich werden. Setz dich an den Tisch, Saftsack. Was haben wir denn hier über Mosquito? Oh Mann, ist das überhaupt Menschensprache? Was wollen wir denn sein? Nicht da! Das ist Mosquitos Platz. Da auch nicht, du Idiot! Kannst du mir aus der Sonne gehen? Mann, oh, am Ende des Tisches. Okay, um Superheld zu spielen? Du brauchst eine Superheldenpersönlichkeit. Dann kannst du deinen Charakterbogen auf Kunstagram ausfüllen. Hast du einen Kunstagram-Account? Oh, du bist noch nicht mal auf Kunstagram. Okay, ich kann ein Profil für dich erstellen. Einfach nicht zu fassen. Als erstes brauchst du eine Klasse in deinem Profil. Also, welche Art Superheld du bist. Weil du neu hier bist, stehen erstmal nur 3 zur Auswahl. Blaster, schau nicht einfach nur zu, wie die Welt in Flammen aufgeht. Als Blaster kannst du aktiv dazu beitragen. Die starken Kämpfer können für jede Entfernung austeilen. Brutalist? Blaster? Brutalist? Der Brutalist ist ein Nahkämpfer, der sich auf Verletzungen durch feuchte Spitzen. Was für ein toller Moment für dich. Bist du aufgeregt? Ja, doch, schon sehr. Ich kann die Erregung kaum halten. Erdboden gleich macht. Speedster! Du bist nicht mehr in der Richtlinie. Kann die Raumzeit krümmen und so die Richtigkeit auf die Sprünge helfen? Nein. Brutalist? Blaster!
Ein Held braucht auch einen Sinn für Dringlichkeit. Brutalist. Blaster. Speedster. Brutalist. Blaster. Brutalist. Blaster. Blaster mit Kräften mit großer Reichweite wie Cyclops. Toll. Cyclops ist scheiße. Das ist ein wichtiger Moment in deinem Superheldenleben. Ich hätte etwas mehr Begeisterung erwartet. Ein Brutalist. Nein. Nur Mucki ist kein Hirn. Passt zu dir. Speedster. Ein Speedster. Könnte Blitzfreak nerven, aber okay. Entscheide dich doch mal, dann erzähle ich dir was drüber und wir können weitermachen. Okay. Blaster mit Kräften mit großer Reichweite wie Cyclops. Okay, Saftsack, aber jetzt müssen wir herausfinden, welches schlimme Erlebnis dich antreibt. Weißt du, alle Superhelden haben eine ergreifende Geschichte, durch die ihre Kräfte eine Bedeutung erhalten. Gehen wir also in deine Kindheit zurück. Du lagst hellwach in deinem Bett, wie auch so viele andere Nächte, weil du wusstest, dass du anders als der Rest bist. Du bist zum Spiegel gegangen. Du gingst zum Spiegel. Da drüben, der Spiegel. Einfach, okay, geh einfach da drüben. Nein, nicht da, einfach. Verdammt. Du hast einsam in den Spiegel geschaut und da ist es passiert. Ein lautes Geräusch. Du warst dir sicher, dass deine Mutter um Hilfe ruft. Oh, ich ahne. Du bist nach draußen. Du bist nach draußen. Alter, geh durch die scheiß Tür. Na gut. Vor der Schlafzimmertür deiner Eltern standen zwei Einbrecher. Du musstest sie aufhalten, damit sie ihnen nichts antun. Und da musstest du deine Blasterkräfte benutzen. Als Blaster fingst du an zu überhitzen, als das Feuer in deinem Bauch aufloderte. Du zögertest nicht, den Schurken die Hölle heiß zu machen. Den Bösen hast du frittiert. Als die Flammen sich legten, begriffen die Schurken den Ernst der Lage. Scheiße! Der kleine Feuerteufel macht ernst! Kinder sollen nicht mit Feuer spielen. Die Einbrecher kamen auf dich zu. Du lässt uns keine Wahl. Du schlugst die immer näher rückenden Eindringlinge zurück. Aber das ließen sie sich nicht so einfach gefallen. Hey, du kannst uns nicht so rumschubsen. Alpha-Eindringling. Sie ahnten nicht, wie nah sie ihrem Ende waren. Und los geht's. So eine Reichweite! Ich geh kurz aus dem Weg. Als sein Kamerad fiel, näherte sich der extra hässliche. Abgekühlt, du kleiner Feuerteufel? Ja, dem haben wir es gezeigt. Du warst schwer verletzt, aber die Schläge des Eindringlings entfachten nur das Feuer in dir. Du hast deinen ultimativen Angriff entfesselt. Boah, jetzt bin ich aber gespannt. Ich musste gerade wieder an den Kältekegel von Cartman im ersten Teil denken, wo er von einem von mitten dem Kühlschrank über den Kopf gießt. Und so hast du sie besiegt. Alles schien in Ordnung, aber dann kamst du zur Tür deiner Eltern.
Was du dann sahst, veränderte dein Leben und brachte dich dazu, Verbrechen zu bekämpfen. Du kamst zu spät, denn hinter dieser Tür sahst du deinen Dad, deine Mom vögeln. Wow, was für eine Vorgeschichte. Du bekämpfst Verbrechen, weil du den Anblick nicht vergessen kannst. Wie dein Vater, der Mann, dem du vertraut hast, deine Mom fickt. Und das ist das große Trauma deines Lebens. Okay, jetzt bist du bereit für deine erste Mission. Ich will, dass du in die Stadt gehst und so viele Kunstagram-Follower sammelst, wie du kannst. Nur so kann unser Franchise überleben. Kunstagram. Installiert. So. Sammle auf Kunstagram so viele Follower wie möglich. Vielleicht darfst du dann mitspielen. Wieso muss ich mich mit diesem Neuen rumschlagen? So nicht, Alter. Bitch. Hey. Verdammt, ich bin ein König gewesen. Du hast meine alternativen Kostüme für Spezialmissionen entdeckt. Ich habe den Wasseranzug gebraucht, als Professor Chaos Dark's Pond ablassen wollte. Den Rüstungsanzug habe ich zum Schutz vor Humankinds Laser erfunden, falls er sich je gegen mich wendet. Okay, es ist aber schon ausgeklügelt, das muss man mal sagen. Okay, Leute. Immer noch Lava? Oh Mann. Oh, ein Selfie. Davon habe ich mal gehört. Macht das nicht Spaß? Huhu! Oh, wunderbar. Wir sehen uns dann im Internet. Okay. Kunstagram. Sind voller. Nur Personen, die auf den Selfie sind, werden dir folgen. Drücke Dreieck, um den Personen zu sehen, die du folgst. Kannst da automatisch deinen Followern. Sammel mehr Follower, um deinen Heldenrang zu erhöhen. Du brauchst mehr Follower, bevor ich einen Weg mit dir mache. Du brauchst mehr Follower, bevor ich einen Weg mit dir mache. Naja, du hast den Rand des bekannten Universums erreicht. Dahinter liegen die Grenzen von Raum und Zeit. Ich mache ein Selfie mit dir, wenn du mehr Follower hast, okay? Schicker Pyjama. Wenn du Butters siehst, sag ihm, er hat wieder Hausarrest. Oh, hallo. Ich hoffe, du kannst dich besser aus Schwierigkeiten raushalten als mein Sohn Butters. Ich bin bei Butters. Ich hau seine Mutter. Oh,
Schwester auf Erkundungstour durch unser Haus? Was für ein Spaß! Zum Glück sind unsere Wertsachen sicher in unserem Schlafzimmer. Aha. Yeah. Ja, schade. Aber Batas, ich komme wieder. Man sagen muss, Batas ist ja eigentlich mit so der coolste Charakter. Oh, der König ist wieder da! Sorry, ich folge nicht jedem in den sozialen Netzwerken. Ah! Arschgeige. Ich mach nur Selfies mit beliebten Leuten. Au! Wenn das deine Eltern wüssten. Mhm. Ich hab zu tun. Ich krieg den Briefkasten nicht auf. Hey, du hast ihn aufgekriegt. Du hast's echt drauf, kleiner Superheld. Ein Selfie? Klar, leg los! Wuhu! Okay, cool! Ich dachte, ich hätte gerade schon ein Selfie gemacht. Man wird kein Selfie machen. Dad geht noch fremd mit dem Brownie. Okay, schätze, du bist beliebt genug für ein Selfie. Okay, schätze, du bist beliebt genug für ein Selfie. Echt, das reicht. Matti. Machst du mal das Bild? Jetzt sind wir wohl Freunde. Arschlecken-Freunde. Das sind genug gemeinsame Freunde für ein Selfie. Wuhu! Stule. Nicht übel, Wunderarsch. Du sammelst schnell Follower. Weiter so. Ein paar von den coolen Freunden erreiche ich nicht. Schau doch mal nach, was los ist. So.
Ketten von Super Craig. Sprich mit Super Craig in Craigs Haus. Triff dich mit Kyber sein Haus. Ist der Pervers, der grinst richtig. Okay, Schätze, du bist beliebt genug für ein Selfie. Es sind alles so eklige Spatzen. Wuhu! Jetzt sind wir wohl Freunde. Okay, mach mir ein Selfie. Wuhu! Cool, jetzt folgen wir einander. Wer macht denn so etwas? Das ist voll gemein. Mhm. Hey du, weißt du was darüber? Irgendwer zerkratzt nachts das Auto meiner Frau. Jede verdammte Nacht. Ich dachte, es wäre eins von euch Kids, aber hier. Komm mal her, schau dir das an. Wer auch immer das Auto zerkratzt, hinterlässt Nachrichten. Klingt irgendwie nach einem eifersüchtigen Liebhaber. So einfach vergisst du mich nicht. Ich dachte, wir hätten was Besonderes. Ich werde allen von dir erzählen, du Schlampe. Ich will den Scheiß nicht ständig rauspolieren. Wenn du heute Nacht den Kerl erwischst, der das Auto meiner Frau zerkratzt, folge ich dir auf Coonstagram. Glaub mir, du willst mich als Follower. Ich bin hier ein hohes Tier. Ja, das klingt schon so, als wenn jemand seine Frau fickt. Oder mal hat. Du musst nachts kommen. Dieser Wichser wartet immer, bis es dunkel wird. Mensch, Billy, bist du groß geworden. Ich vermisse meinen Hund Patches und sein fröhliches Sabbermaul. Patches hätte mir Kondome gebracht. Dein Großvater wird nicht jünger, Billy. Ich brauche diese Gummis. Hi, Pischer. Bye, Pischer. Vergiss es, Scheichhaufen. Dafür hast du viel zu wenig. Stopp! Was ist jetzt davon? Mach ich den Fernseher aus, blöde Schlampe. Hier wurde WoW gespielt. Körbchen, Kopfbedeckung, Kostüm. Na, sieh mal an. Pferde und Einhörner, das kommt unerwartet. Echt so, als wenn man eine Episode spielen würde. Das ist voll geil. My Little Pony. Da, My Little Pony und Glücksbärchen, wie geil. Ja,
Charakterbogen von Toolshed. Captain America Schild. Blöder Fisch. Stank, schaff deine Pecher! Ah, du hast also den Wolkenpalast erreicht. Das ist Humankinds Basis. Vielleicht ist er ja da. Nein, wir haben etwas über ihn herausgefunden. Ich will auch so einen großen Spielplatz. Haben auf jeden Fall Mühe gegeben, das alles aufzubauen. So, dann gucken wir mal, was wir mit ihm reden können. Wer zur Hölle bist du? Ernsthaft? Ich schicke einen Notruf und du schickst einen neuen? Du bist so ein Arschloch-Kuhn. Tut mir leid, aber das hier ist für einen Anfänger eine Nummer zu groß. Es gab eine Anomalie im Universum. Ein anderes Ich, Humankind aus einem Paralleluniversum, ist hier aufgetaucht und macht alles kaputt. Er ist oben in meinem Zimmer. Nichts kann ihn aufhalten. Ach, Paralleluniversum. Packen wir. Du hast mich in meinem Superheldenkostüm vielleicht nicht erkannt. Ich bin's, Kyle. Ich finde es irgendwie witzig, jedem einzeln ins Klo zu kacken. Drogenfläschchen. Der andere Humankind ist direkt hinter dieser Tür. Ich kann natürlich nicht selbst gegen ihn kämpfen. Scheiß Paradoxon und so. Also musst du ihn ausschalten. Du musst ihm dermaßen in den Arsch treten, dass er sich verpisst in sein Universum an der Ostküste. Bereit? Schnapp ihn dir! Zoom! Oh, hey, Kyle, ich bin wieder da! Wen hast du dann mitgebracht? Spielt der auch mit? Also, alternatives Ich, Zeit, dich in dein Universum zurückzujagen! Was, Kyle? Wir sind doch ein Team, oder? Ich bin nicht aus dem anderen Universum, wir sind super allerbeste Kumpels! Wie du siehst, rennt er hier rum und ruiniert den Ruf des Humankind. Er will mich vernichten und meine Kräfte schwächen. Nein, nein, ich bin nur 2 Wochen bei meinem Cousin und wollte Superhelden mit ihm spielen. Und Kyle fragt, okay, welcher Superheld willst du sein? Und ich sag, ich bin Humankind. Da sagt er, das geht nicht, ich bin Humankind. Ich sag, warum können wir nicht beide Humankind sein? Also bin ich zu Tante Sheila gegangen und hab gesagt, dass wir beide Humankind sein wollen. Und sie meint zu ihm, tu was er will, er ist unser Gast. Erinnerst du? Jetzt pass mal auf, alternatives Ich. Es ist Zeit, dass du lernst, dass Superheldenspielen echt wehtut. Los geht's, du musst jetzt mein anderes Ich vernichten. Oh Gott, wir müssen kämpfen. Genau, du willst spielen, dann aber nach meinen Regeln. Also gut, ich tue alles, um wie mein Cousin zu sein. Mach dich bereit, Schwächling.
habt nicht viel trainiert. Wir spielen ohne Kontakt, oder? Vollkontakt, kein Training. Oh, das geht nicht. Ich hab meine Knieschoner nicht dabei. Jetzt, schnapp ihn dir! Cousin Karl, zusammen können wir ihn stoppen. Lieben gerne, aber die Regeln für Paralleluniversen verbieten es. Dreifachbrand. Das scheint sehr gefährlich. Oh je, so viele Entscheidungen in diesem Spiel. Wie wär's mit nicht mitspielen? Ist auch eine Möglichkeit. Sei doch nicht albern. Leute, Pause. Mir ist ganz schwindelig. Oh, bitte nicht. Oh, verdammt. Okay, mein Innenohr hat sich beruhigt. Der letzte Treffer zählt nicht, oder? Ich mach den Schaden wieder rückgängig, ja? Typischer Paralleluniversums-Bullshit. Hat jemand eine Cortisonsalbe? Vielleicht sogar eine rezeptpflichtige? Auszeit, ich brauch mein Asthma-Spray. Asthma-Spray. Cousin Karl, er hat meine Auszeit ignoriert. Mein Asthma geht immer los, wenn ich mich anstrenge. Ich fände es viel fairer, wenn ich ein Schild hätte. Irgendetwas, wie diese Tora-Rolle. Die hat auch einen großen ideellen Wert. Alter, Humankind ist ein Alien. Das hat nichts mit dem Judentum zu tun. Und keine neuen Superkräfte mitten im Kampf. Die ist nicht neu, die ist in meinem alternativen Universum konform. Cousin Karl hat gerade Schutz eingesetzt, was du... Blauen Leiste über seine Gesundheitsleiste erkennst. Schutz absolviert allen Schaden, bis die Leiste aufgebraucht ist. Haben dir deine Eltern nicht verboten, mit Feuer zu spielen? Sieh dir das an! Ich finde, ich sollte den nächsten Zug machen dürfen, weil der neue Freund bei meiner Auszeit nicht gewartet hat, also bin ich jetzt dran. Willst du mich verarschen, du schummelst? Hoppla, ich dachte, ich verfehl dich. Mich kratzt im Hals, hat wie ein Hustenlutschbonbon. Jetzt kommt meine super ultimative Kraft. Bereit? Bereit? Oh Gott. Okay, der Zaundrachen aus einem anderen Universum. Ha! Alternatives Ich? Dieses Superheldenzeug tut echt weh. Ich gehe in mein Universum zurück.